So, moin moin und herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Origins Ultimate mit dem Daniel auf dem Bett Pokerface Gaming immer noch im Versteck der Kata. Und ich hatte gerade noch vergessen, mal eben kurz hier schnell zu speichern, deswegen tun wir das mal eben. So, wir gehen weiter durch diese Secret-Tür. Und da kommen jetzt wahrscheinlich wieder 1000 Gauner und Ganoven. Das sieht irgendwie nach Falle aus. Natürlich. So, das entschärfen wir mal kurz. Bam! Ich entschärfe eine Falle und Wind steigt auf. Das ist cool. So. Magie. Und hier nehmen wir die Kräuterkunde mit. Und hier nehmen wir Arkane Meisterschaft. Dem. Das ist. Also ich glaube, ich mache wirklich mal hier diese arkane Meisterschaft. Der Magier hat sich mit den arkanen Künsten intensiv beschäftigt und erhält einen permanenten Bonus auf Zauberercraft. So. Jetzt gucke ich mal eben, ob ich mittlerweile bei Wind diesen neuen Zauberstab unterbringen kann. Yes, Hauch des Winters. Wobei der... Machen wir mal so. Probieren wir mal. Jetzt, wo ich noch ausrüsten kann. So, das hier ist auch eine Falle. Oder nicht? Oder was? Oder doch? Nope, scheint keine Falle zu sein. Sehr schön. So, Leder. Ja, die hätte ich eigentlich überhaupt nicht gebraucht. Kleine abgeschnitten nehmen wir mit. Nur weil ich es kann. So. This is a heavy metal door. So, zack. Speichern. Dom, dom, dom. Right or left? Rechts oder links? Das, ich glaube, ich gehe jetzt mal nach links. Das sieht so nach Nebenraum aus mit Loot. Eine Falle. Wupp. Die entdeckt ja jeder. Die entdeckt ja jeder. Mann, Mann, Mann. Ja, scheiße, versteckt hier. Absch. Da kommen die. Oh, Kater Kerkermeister. Alistair, das ist ein Fall für dich. Lieben wir lohn. Lief mir lohn. Ja. Oh Gott, Meuchelmörder. Oh Gott, Meuchelmörder. Nicht gut. Betäuben. Ich bin festgehalten. Das ist gar nicht gut. Ja. Meuchelmörder. Betäubt. Und. Oh Mann, diese festhaltenden Schüsse nerven. So. Zwei Wochen Streich. Okay, der Stab scheint ziemlich cool zu sein. Von Vin. Alles hat betäubt. Ich glaube, alles hat betäubt. Kill it. Ja. Kopf ab. Und alles platt hier. So. Du bist tot. Das kann ich nicht mehr looten. Das will ich auch gar nicht looten. Leichnam eines Zwerges. Großer zwergischer Rundschild. Brauche ich nicht. Da. So, gucken wir nochmal, ob die noch irgendwas Nützliches dabei haben. Die Lyrium-Trank nehmen wir auf jeden Fall mit. Und der Gefängnisschlüssel. So. Hat der Gauner noch dabei? Hat diesen gefrorenen Blitz. So. Bitte. Was ist denn für einer? Bitte. Ich will hier raus. Lesky? Besteht nicht gerade Zuneigung zu Javier. Bitte, Hilfe! War Lesky nicht der Kollege, mit dem man dann angefangen hat, wenn man Zwerg war? Bin schon unterwegs! So. Danke. Wir sind hier schon ziemlich lange. Mein Freund hat es nicht geschafft. Hat einfach nichts mehr gegessen. Und wegen einer dämlichen Wette. Okay. So. Und er ist verschwunden. Alles klar. Ja, hat mich gefreut zu helfen. Kurz speichern. Und Horido. Was ist da? Geht's weiter? Da ich sehe. Das, ach, das ist, glaube ich, Vorratskammer hier oder sowas. Und der Motherfucking Meuchelmörder. Oh Gott.
jede Menge Meuchelmörder. Das gefällt mir jetzt irgendwie nicht so wirklich. Aber... Ja. Alter, ist der... So. Wie viele Meuchelmörder haben wir denn hier? Einer. Einer! Stirb. Und stirb. Das war fies. Das war voll fies. Oh, was haben wir da? Geistscherbe brauche ich nicht. Los geht's. Brauche ich alles nicht. Drecksdinger hier. So, ein Fass. Mit einem Kurzbogen brauche ich nicht. Und Feuerfall, die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Und da haben wir... Bin schon unterwegs. Ah, Kohle. Hier noch irgendwas? Nö. Nö. Also lass mich durch. Weiter. Unagi-Söldner. Wer kommt als erster dran? Zack. Haut ruf, Elishtar. Schnamm dir. Tijau. Betäuben. So. Schlitz, Schlitz. Voll aufs Maul. Richtig heftig. So. Tot. Die Fässer überprüft Zwergenhandschuhe. Warum sind so viele Bögen in Fässern? Das ist doch Schwachsinn. Okay. Wir bleiben alle hier. So, jetzt können wir angreifen. Dam. Gut. Gut. Okay. Gut. Mann, festhaltender Schuss, wie ich ein Hasser. Ich hasse ihn so sehr. So. You die a horrible death. Zack. Und daneben. Klasse. So. Looten. Die haben alle nichts Tolles dabei. Hier liegt auch nichts rum. Also entschärfe ich die Fallen. So. Entschärft. So, ihr dürft mir ruhig die Typen vom Hals halten, während ich hier entschärfe. Wäre sehr nett. Danke. Warum habe ich denn den Doppelstab? Den will ich doch gar nicht. So. Und zack. Schönes Ding. Schönes Ding. Die nehmen wir noch mit. Klatsch. Und Liliana ist aufgestiegen, dadurch, dass ich eine Falle entschärft habe. Schönes. Alle steigen auf, weil ich irgendwas mache. Das ist doch unfair. Meisterbogenschützen sind mit Bögen ebenso tödlich wie mit Armbrüsten und erhalten zusätzlich Vorteile, wenn sie zielen. Defensiver Schuss, verkrüppelnder Schuss, kritischer Schuss, Pfeil der Vernichtung, schneller Schuss und zerschmetternder Schuss einsetzen. Das Talent hebt zudem den Abzug auf Angriffsgeschwindigkeit beim Tragen schwerer Rüstung auf. Bei massiver Rüstung gilt der Abzug allerdings weiterhin. Cooles Ding. Was haben wir da drunter? Oder Fall der Vernichtung? Der Bogenschütze erzielt automatisch einen kritischen Treffer, wenn sein Pfeil das Ziel trifft. Gegner auf hohen Stufen können diesen Effekt entgehen. Allerdings muss der Bogenschütze in diesem Modus vorübergehend eine Verringerung der Ausdauerregeneration in Kauf nehmen. Meisterbogen, okay. Dann nehmen wir doch erstmal die Meisterbogenschütze. So. Oh, hier ist noch jede Menge, was man looten könnte, wenn da noch tolle Sachen drin wären. Oh, Eispfeil, den nehme ich mal mit. Und da haben wir Gemmas normale Truhe. Stahl, Rotstahl, Eisen. So. Fast. Ne, wie gesagt, wir nehmen immer das, oder wir sollen immer das günstigste rausnehmen. Ja. Was wir dann noch tun. Und ich glaube, ich könnte Liliana auch mal wieder Munition geben. Da Eispfeile, oder? Ich gebe mal Eispfeile. Davon habe ich gerade so viel. So. Speichern und durch die nächste Tür. Oh, noch keine Gegner. Ich bin schwer überrascht. So. Oh, aber Kristalle. Schick. Und Skelette.
Und hier werden wahrscheinlich. Ah, hier sind sie doch schon wieder. Irgendwas Interessantes? Irgendwas Spezielles dabei? Nö, nur normale Gauner. Okay. Tot. Und. Den mach ich auch platt. So. Der hat mich mit seinem Schild gehauen. Das finde ich gar nicht toll. So. Also die Gegner hier sind echt alles überhaupt nicht so wirklich gemein. Ich habe bisher, glaube ich, nur einen Zauberer gesehen. Das ist eine Falle, oder? Na, wo man vom Teufel sprechen tut. So. Und... Go full DPS. Go full DPS now. Mit Schlitz und... Komm, stirb. Stirb. Ausgezeichnet. Koffer. Ja, ja. Elfen von heute halten aber auch nicht mehr viel aus. So. Wo ich selber einer bin. Zack. Yubi Date. 80 Silber hat hier dabei. What? So, und Pick. Hier müssen wir auch wieder das günstigste raussuchen. Was ist denn das günstigste? Ein Kostümomelett, das bewusst wertvoller aussehen soll, als es tatsächlich ist. Ich glaube, Flussbad ist das günstige dabei. Das günstigste. So. Gucken wir nochmal kurz in die Kisten rein. Aber auch überall nichts wirklich Tolles drin. Also speichern wir ab und ziehen wir weiter. Hier ist... Okay, wo so geht's? Ich glaube, ich gehe erstmal nach links. Oder auch nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal nach da. Da rein. Kann ich knacken? Kann ich knacken? Korrekt. So. Oh, eine Truhe. Und nein, 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 nicht Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Mich juckt es hier jetzt gerade schon wieder am ganzen Körper. Weil ich sie einfach ekelig finde. Oh mein Gott. Das ist ekelig. Ich mag keine Spinne. Oh Gott, yes. Alle tot. Ich hoffe, dass das Loot entschädigt dafür jetzt ein bisschen. Nein. Natürlich nicht. Warum auch? So. Wo gehe ich denn jetzt am besten lang? Wenn ich nach oben gehe... Ich glaube, ich gehe nach oben. Ich glaube, ja, ja, ja. Also geradeaus hier. Weil die Tür war offen. Das hat irgendwie... Da kommen sie auch schon. Ja. Attacke. Oh, Alistair, wo bleibst du? Da bleibst du. Da. Ach, du bist echt lustig. Hahaha, voll toll. So. Die sollen nicht lustig sein, die sollen sterben. Jetzt. Everybody's dead now. Da, 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 da. Also, das ist ja schon irgendwie so ein bisschen repetitiv. Sind das da hinten Saurier? Die da hinten sehen irgendwie so aus wie Mini-Raptoren. Oh nein, nicht du! Beim Erbauer! Beim Erbauer! So, tot. Looten. Also sofort. Das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder nichts Tolles. Steinsalbe, braucht kein Schwein. Dab. Dab. Der hatte Kohle dabei und der hat Kohle dabei. Yes, yes. Going rich or keep killing. Oh. Ein zahmer Bronto. Und Nax. Wie süß. Und Jammers Kiste, so. Und totes irgendwas. Natürlich. Warum habe ich den Schlüssel denn nicht? Yeah. Großer Fehler. Okay. Noch ein zahmer Bronto. Warum komme ich nicht an Jammers Kiste? Ich habe doch das günstigste immer mitgenommen.
What? Ich bin gerade etwas irritiert. Eine schicke Vase, wo ich keinen Platz mehr habe. Ein Tiefenlauerer. Alles klar. So. Gucken wir nochmal eben kurz ins Journal. Aus den normalen Truhen von Gemma, Kenki und Pickel raus, um Gemmas Kiste öffnen zu können. Nimm nur das Billigste heraus, sonst droht ernste Gefahr für Leib und Leben. Okay. Holzkiste. Ah, ne, hier war die schicke Vase drin. Die brauche ich ja nicht. Na komm, Exit. So. Also hier wäre dann Gemmas Kiste. Los geht's! Wo ich keinen Schlüssel für habe. Interessanterweise. Das stört mich jetzt gerade ein bisschen, weil ich habe die Quest dann anscheinend nicht verstanden. Aber naja, ihr könnt es ja dann selber mal ausprobieren oder eure Erfahrungen runterschreiben. So, das heißt, ich muss jetzt hier geradeaus. Autosave, das hat nichts Gutes zu heißen. Javia! Jesus. Harrowmont hat also endlich erkannt, dass wir die Stadt übernehmen, schickt aber trotzdem nicht seine eigenen Männer. Ihr habt euch die falsche Seite ausgesucht. Der König ist unwichtig, solange es eine starke Königin gibt. Ergebt euch und ich werde euch verschonen. Sehr überzeugend, da eure Klingen voll sind mit dem Blut meiner Männer. Tötet sie, aber lasst das Großmaul am Leben. Ich habe Pläne mit ihm. Okay. Was haben wir da? Kater Meuchelmörder. So, Alistair, du gehst direkt an Javia und ich kümmere mich um so Musafuking Meuchelmörder. So. Los geht's. Die widerstanden. Autsch. Nicht gut. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. So, ich will nämlich den und Alistair geht weiter auf Javia los gleich, wenn sie wieder auftaucht. So. Mach ich mal da tot, was ihr bei mir im Hintergrund hört oder hören könntet, ist übrigens ein Starkregenschauer. Den ich wahrscheinlich nicht rausgefiltert kriege mit Gewitter. Okay, das ist gerade nicht gut. Yes, Gewitter. So, Win, nimmst einen starken Lyrium-Trank und machst mal eine Gruppenheilung hier. So, du bist platt. Ich glaube, jetzt fokussiere ich mich erstmal mit auf Javia. Widerstanden? Ich kann sie nicht betäuben. Das ist schlecht. Ich brauche Hilfe. Du bist erledigt. So. Oh Gott, das ist nicht gut, was hier gerade abgeht. So, nochmal einen starken Lyrium-Trank gewinnen. Und Gruppenheilung. Shit, nicht gut. So, wiederbeleben Alistair. Sofort. Und dann noch ein Lyrium-Trank. So, und Alistair nimmt auch mal einen Wundumschlag. Bereit. Und ich kümmere mich, glaube ich, dann doch nochmal lieber mit hier um die... Oh Gott, kleinen Drecksäcke. Ja, das war Liliana mal wieder. Na, immerhin hat sie ein bisschen abgehalten. So. Und Vin, du schnappst dir nochmal... Un Trank Delirium. Alistair, warum haust du nicht auf Javia ein? Okay. Hilfe. Nee, doch zwei Wochen schlecht. Das ist okay. Das ist auch schon wieder nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut gelaufen. So. Scheiße. Muss sie eigentlich nur noch mich am Leben halten. Und ich kann mich noch ein bisschen mit Wundumschlägen am Leben halten.
So, Javia ist tot. Alles klar. So, und dann noch Kleinzeug hier. Der rennt weg. Der kleine Drecksack. So. Zap. Und komm, stirb. Stirb. Schön. Und der letzte. Autsch. Sprengfallen. Überall Sprengfallen hier. So. Du bist tot. Alle tot. Javia tot. Quest aktualisiert. Wir looten. Oh, jetzt nehmen wir alles mit. Was hat Javia denn Tolles dabei? Haube des Distanzläufers. Rückstoßschläger. Okay, ich brauche 4 Plätze frei. Machen wir das hier mal alles weg. Den ganzen kleinen Scheiß, den ich eh nicht brauche. Nietenbesetzter Lederhelm, alles. Und konzentrierter Untergang des Soldaten. Das klingt cool. Das klingt wie ein Schnaps. So, nehmen wir hier mit, was wir können. Same here. Same here. Oben ist auch noch Lüd. Lüd ist gut. Bärschkristall. Und normale Truhe. Zwergenrüstung brauche ich nicht. Streiter brauche ich eigentlich auch nicht. Was ist hier? Oh, das ist Javias Zimmer anscheinend. Was ist in der tollen Truhe drin? Liebesbrief. Oh, wie süß. Und da Novizen Gesundheitsrune. Dafür mache ich mir doch gerne noch ein Plätzchen frei. So. Wir haben soeben die Karte ausgerottet. Und können dann gleich gehen. Jo, also bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Und tschüss.